pfeift hier richtig rüber. Junge, wenn jemand von euch Bock hat, Betonpumpe zu fahren. Moinsen, Samstag, 20. Juli. Bremen umstellen. Kurz vor 11. Ich hatte mich dazu durchgerungen, den letzten Block erst zu schneiden und jetzt zur Beregnung zu fahren. Jetzt habe ich dafür natürlich die Hitze, aber mein Gott, irgendwas ist immer. So, Druck sollte runter sein und können wir gleich mal die Schläuche aufmachen. Und dann fahren wir vor. Das sehen wir gleich wieder. Also ich mache jetzt zwischendurch nicht an, das hatten wir gerade im letzten Video. Ne? Bis gleich. Das hat ja mal geklappt. 11.17 Uhr. Fahren jetzt gleich mit den 7.16 nach Hause und dann juggle ich nochmal mit dem Autowagen her, den ganzen Hydranten umbauen und so. Ich hatte jetzt keinen Bock, das alles auf die Beregnung zu schmeißen. Das machen wir gleich. Heute ist Samstag, bisschen entspannt. Und dann können wir die andere Beregnung noch wegholen. Ja, und dann geht das heute Abend weiter hier mit in Gang bringen, wie immer. Und hier ist immer noch der lückige Bestand. Da waren wir im vorletzten Video, glaube ich, ne? Oder wann haben wir die AKF gemacht? Meine Güte, echt. Machst du nicht sehen.
Irgendwie klar, dass die beiden Schläuche nicht reichen. Aber wir haben es geschafft. Später. Sonntag. 21. 24. Feierabend. Und jetzt kommt hier, da kommt was. Da kommt doch was. Oh. Bin gespannt. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Oh. Das ging jetzt schnell. Hassa. So, die Schirme eingeklappt und den Stall zugemacht. Bin glatt noch nass geworden. Hossa. Ich habe auch jetzt von allen Apps Wetterwarnung und von der Versicherung eine Warn-SMS. Krass, wie das da aussieht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann auf der Kamera, aber das sieht richtig krass aus. Junge. Das war eben windstill. Boah, das pfeift hier richtig rüber. Oh, der Nachbar hat den Trecker offen. Oh. Gott sei Dank habe ich da an der Baustelle noch das Fallrohr unterge... Also, das Fallrohr endete auf der Fläche. Und da war ein KG-Rohr eigentlich dafür da, aber das lag daneben. Das habe ich da schnell noch untergebaut. Hoffentlich stehen die Esel jetzt unter. Junge, 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 Junge. Krass. Hier drückt das Wasser schon rein. Scheiße. Alter. Was ist das für ein Frosch hier? Boah, neues Dach. Junge. Das ist Wasser jetzt. Junge, das ist alles unter Wasser hier. Sieht aus, als wenn es da schon heller wird. Alter Schwede. Boah. 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 Ja, Scheiße! Ja! Junge! Alles unter Wasser! Der Kulli schafft das nicht mehr. Hatte ich gerade erst sauber gemacht. Meine Güte! Boah! Aber es wird heller. Alter.
Also viel höher darf das jetzt nicht mehr, dann komme ich hier nicht mehr weg. Ja. Junge, jetzt läuft das sogar schon von da hierher. Alter. Da ist auch alles unter Wasser. Leckt mich doch fett. Jens Stuhl, der muss auch trocken bleiben für morgen früh. Ja, ist erstmal vorbei. Wollen wir uns das mal eben angucken hier. Hier steht Wasser. Und Gott sei Dank, da hinten fehlte das Rohr. Das habe ich mit Jens da gestern noch hingezuckelt. Oder war es vorgestern? Vorgestern? Ist egal. Auf jeden Fall, Gott sei Dank haben wir das noch gemacht. Weil sonst wird das ganze Wasser, was da jetzt steht, auch noch alles hier auf der Schotterfläche. Junge, Junge, Junge. Gucken wir noch mal eben nach vorne. Lumpi, komm mal mit. Wasser die Waldfee, dann wäre es auch in die Halle gelaufen. Ja, hier steht überall Wasser. Gewaltig. Ich habe eben ein Regenmesser reingeguckt. 28 Liter waren es vorhin. Da hat es aber noch ein bisschen stärker geregnet, also weiß ich nicht. Vielleicht sind es 29. Jetzt hier steht Wasser. War es halt so schlimm. So, und von hier läuft es darüber und die neue Zuwegung steht auch unter Wasser hier an der Seite. Das wird einen Moment dauern, bis das abgezogen ist. Krass. Lumpi, nee, komm. Junge, Junge. Krasser Schauer. Moinsen. Montag, 22. Juli. Autowagen. Ich habe mal eben kurz mit unserer LKW-Werkstatt telefoniert und gefragt, ob die vielleicht eben die blöde Dings da anschweißen können oder austauschen oder was auch immer. Jo, bringt man her. Also heute nicht, aber ist auch egal, denn ja, irgendwann muss es ja gemacht werden, hilft ja nichts. Ich habe das jetzt hochgebogen, dass es nicht schleift und fahre jetzt vorsichtig zur Werkstatt. Und dann können wir den irgendwann, keine Ahnung, wenn er fertig ist, halt abholen. Wir hatten gestern, habe ich glaube ich an. Nee, was habe ich denn gesagt? Ich glaube, da waren es zu dem Zeitpunkt 26 oder 27 Liter. Also es waren, als es aufgehört hatte zu regnen, waren es 31,5 Liter. Und jetzt die Nacht über hat es auch noch ein bisschen geregnet. Das waren nochmal 3,5. Jetzt gerade nieselt es. Und die Holländer, ich habe heute Morgen, ich gucke ja jeden Morgen Wetter. Ne? Das ja, hört sich ja so. Die ganzen Apps werden durchgeguckt und dann gucke ich Kai Zorn bei YouTube. Manchmal auch noch Kachelmann. Und die Holländer, Wienradar oder wie man das ausspricht, die App, die reden für morgen 26 Liter her. Das ist meist ein bisschen viel, ne? Aber ich glaube nicht, dass das kommt. Die anderen Apps sind da alle deutlich entspannter. Wir lassen uns mal wie immer überraschen. Also Autowagen zur Werkstatt. Danach werde ich erstmal einen Moment im Büro verschwinden. Ein paar Pakete von euch, die ihr bestellt habt, packen und schon mal aufschreiben, was Ina alles noch an Klamotte fertig machen soll, wenn da was bei ist. Ich habe noch nicht geguckt. Und dann werden da morgen die letzten Bestellungen, die restlichen Bestellungen alle rausgehen. Also heute schaffe ich nicht alles, weil es ist ja Montag. Und Montag kommt der Postbüttel immer so früh.
Jens ist jetzt heute Morgen früh, ich hatte noch eine Tür bestellt, eine Zimmertür für das Gartenhaus, wo die Erntehelfer rein sollen. Weil die kommen auch schon bald, das ist nicht mehr viel Zeit hin und dann muss das da auch irgendwie mal weitergehen und fertig werden. Die Tür, die kam tatsächlich heute Morgen schon, irgendwie 7:15 oder so war die Spedition da, brachte die Tür und Jens fährt die gerade mit dem Weidemann dahin. Und dann ist eigentlich so der Plan, dass Jens da weitermacht, nochmal eben die vom Elektriker die Schlitze von den Kabeln eben zuspachteln, ein paar Fliesen ab, ein paar Fliesen ran und ja, so Kleinkram halt. Aber das ist alles, was auch noch auffällt. Und dann, wenn das soweit durch ist, wollen wir mal gucken, was wir mit Tapete machen. Dann wollte Ina sonst noch mal ein bisschen neu tapezieren. Dann kommt ein bisschen Farbe an die Wand. Der Klempner muss noch einmal kommen für die Duschkabine und die Armatur von der Dusche. Ja, und dann Elektriker ist erstmal soweit durch. Da fehlen halt dann, wenn tapeziert und gestrichen ist, muss man die Steckdosen und den Schalter noch anbauen und die Lampen. Aber ansonsten sind wir denn da fertig, dann kann die Tür noch rein, das Fenster muss auch rein, das ist ja auch da, angeputzt werden, also doch, ist doch noch ein bisschen Arbeit. Aber wir haben jetzt noch, warte mal, zwei, drei, fünf, knapp vier Wochen, bis die kommen, also das sollte ja alles noch zu schaffen sein. Baufirma Beko ist heute Morgen auch gekommen, 6:30 glaube ich war es, sind die auf den Hof gerollt. Gott sei Dank, ich hatte das gestern, glaube ich, ja noch gezeigt mit dem Rohr, das wir an das Fallrohr rangebaut haben, damit das Wasser nicht alles auf die Baufläche läuft. Gott sei Dank haben wir das gemacht, weil das wäre wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes, der Weltuntergang auf der Baustelle geworden. Aber so wie es aussieht, also sie sind nicht wieder abgerückt, werden die wohl, vermute ich mal, heute mit der Schalung anfangen. Schalung und dann muss die Bewehrung für die Sohle rein. Und dann war eigentlich ja der Plan, dass Mittwoch da die Sohle betoniert wird. Muss man halt gucken, was die sagen mit dem Wetter, wie das so hinhaut. Mittwoch ist trocken angesagt. Morgen ist von 0 bis 28 in den Apps, hatte ich eben auch gesagt, alles dabei. Also keine Ahnung, heute soll nicht mehr viel kommen. Ein bisschen Niesel, so wie jetzt gerade. Wir lassen uns überraschen. Ach, das sagte ich schon, ne? Bis gleich. Jetzt habe ich gerade mit Erschrecken festgestellt, dass ich Jens seine Kamera noch gar nicht gegeben habe. Das müssen wir noch mal machen. Chef! Ich habe vergessen, dir deine Kamera zu geben. Nee, danke. Was machst du da? Oh, Fliesen ab? Ja, Fliesen ab. Das sieht auch geil aus, das kann so bleiben. Okay. Das sieht doch geil aus. Ja, aber nee. Das ist hier schick, schick. Ja, unsere Tür ist da. Oh, das Radio ist an. Ja, ja, warte. Lalala. So. Ja, das ist doch. Das ist doch piekfein hier. Ja. Wird, ne? Ja, jetzt, ja. Zu putzen. Fenster, Tür, ist alles da. Ja. Flicken, alles. Ja, genug zu tun. Genug zu tun, ja. Erstmal, ja. Und wie war der Urlaub? So bis Mittag, ne? Ja. Ja, war toll. Alles klar. Zu kurz. Zu kurz. Drei Wochen zu kurz? Naja, gut, 3,5, ne? Aber. Schon. Alter. So, Wagen vorbereiten. Oh, morgen Vormittag, wenn das Wetter zulässt. Sehr gut, kein Wasser drauf. Morgen Vormittag können wir Kartoffeln roden. Ein Zug hier hinter der Halle. Dann an die Lüfter dran. Wir haben hier Trocknungsböden aufgebaut. Auch kein Wasser. Und die sollen dann Mittwoch hin. So, eigentlich wollten wir morgen Nachmittag. Morgen haben wir das Regen angesagt. Wir haben jetzt erstmal morgen Vormittag so grob ins Auge gefasst. Und dann gucken wir mal, was das Wetter macht. So, gibt es hier Druck. Thank you.
Druck gibt's. Jetzt lasse ich ihn piepen. Ja, piep du ruhig. Egal. Bums, ist schon wieder Feierabend. Übrigens steht die zweite Bringer auf dem Feld, die muss ich morgen noch holen. Bewährung ist. Oh, die Schalung ist auch fertig. Ich habe jetzt hier heute spät Nachmittag einmal hergeguckt. Ne, da hinten fehlt noch Schalung, ne? Ja, hinten fehlt noch Schalung. Hier ist die Schalung fertig, Bewährung ist fertig. Bewährung ist auch abgenommen. Zumindest habe ich gesehen, dass der Prüfer hier auf dem Hof gefahren ist. Ich habe da nicht mitgesprochen. Geht mich ja auch nichts an eigentlich. Ja, hier fehlt nicht mehr viel. Das, oh, Lumpi, hör doch mal auf. Hier fehlt noch ein kleines Stück Bewährung. Ja, Schalung. Und dann kann das losgehen hier. Dann kann Mittwoch die Sohle geschüttet werden. Sehr schön. Sehr schön. Lumpi, fein. Ja, fein. Guck doch mal. Interessiert ihn gar nicht. Ja, guck hier. Ja, guck doch mal. Da, Bewährung. Toll. Ja. Wo du wollen. Ja, und dann ist das hier betonmäßig dann schon abgearbeitet ab Mittwoch. Wobei das mit dem Glätten, das ist ja ein bisschen wetterabhängig, wie das dann läuft, das muss man sehen. Morgen ist jetzt noch wieder Regen angesagt. Ich hoffe, wir wollen ja morgen früh roden. Nee, nicht früh, morgen um 10. Ursprünglich war morgen Nachmittag angesetzt. Dann haben wir aber laut Wettervorhersage wäre das nicht schlau gewesen. Also haben wir jetzt erstmal 10 Uhr angesetzt morgen. Keine Ahnung, ob das klappt. Wir werden sehen. Wir werden morgen früh, werde ich, zumindest das ist der Plan, mit Jens erstmal noch einmal zum Baumarkt fahren. Wir müssen ein bisschen Material holen für die Bude für die Erntehelfer. Und dann, wenn wir wieder hier sind, dass wir dann Kartoffeln roden, den Einzug. In der Hoffnung, dass das Wetter mitspielt. Ich habe eben noch einmal in die App reingeguckt und jetzt steht da um 11 Uhr Regen. Ja, in einer Stunde schaffen wir es auch nicht. Ich gucke morgen früh um 8 nochmal und dann müssen wir in 2:02 den Ruder noch mal einmal umbestellen. Mal gucken. Aber jetzt erstmal Feierabend. Schluss mit Lustig. Boah, der kann aber auch ziehen hier. Junge. Lumpi, hör auf zu ziehen. Reißende Flüsse waren hier. Unglaublich. Dienstag, 23. Juli. Und wir haben voll Bock. Yo. Wir haben voll Bock. Wir wollen Kartoffeln roden. Wir wollen Kartoffeln roden. Und jetzt können wir alle mal gespannt sein, was für ein Roder kommt. Wir werden es gleich sehen. Nein, ihr wisst es ja schon, weil der garantiert im Titelbild ist. Ganz sicher sogar. Egal. So, hier können wir rüberlaufen. Da lang. So, ach, Jürgen sollte ja. Jetzt weiß ich nicht, ob Jürgen das weiß, dass wir oben anfangen wollen. Ob er das weiß? Das weiß ich nicht. Keiner weiß das. Wir laufen mal da hoch und dann laufen wir so hoch. Und dann wird er sicherlich auch irgendwann jetzt gleich. Ja. 10 Minuten. Ach ja. Wir sind umweltbewusst und laufen zur Arbeit. Ja, wir laufen zur Arbeit, genau. Piekfeine Sache. Hier, guck dir das mal an, was hier, wie das Wasser hier gelaufen ist. Ja, das ist wie Strand hier. Ja. Urlaub! So, wir blitzen jetzt Jürgen. Jo, er blinkt. Jetzt hat er doch, er weiß, dass er hierher soll, ne? Offensichtlich. Ach, guckie da, ein Evo. Ein Evochen. Piekfein, niegelnagelneuer Evo 280. Oh. Jo, ich zieh ein bisschen von ab. Nee, das geht. Ja, das ist ein ganz großer Fehler. Jetzt klingelt das Telefon. Mann, ey. So, Sitz haben wir, Getränkehalter haben wir. Aber es ist oben. Hier mein Nachfolger. Ja, was sagen wir dazu? Ja,
Oh ja. Fehlt ein bisschen Schatten Fehlt hier. Fehlt ein bisschen Schatten hier, ja. Schade. Ja. Komisch. Komisch. Aber bei uns ist ein tolles Gerät. Das muss auch Serie sein, so ein Dach. Ja, das kann ja nur wirklich nicht viel mehr kosten. Also mal ganz So, und bevor jemand meckert und sagt, das ist überladen, nein, ist es nicht, da sind die Trocknungsböden drauf. Richtig? Richtig. Richtig. So, Steine! Steine randvoll. Wir üben noch ein bisschen mit der Trennung hier, mit der Einstellung. Aber so langsam habe ich mich reingefummelt hier. Ja. Solange du weißt, wie das funktioniert. Ja, einer muss ja wissen, wie es geht. Das muss ich ja dann auch noch alles auf Rumänisch lernen. Ja. Aber ich denke mal so, Rabotti. Das ist nicht Rumänisch. Aber das kannst du bestimmt auch. Zack, ruckzuck, schnell. So, der Regen, der kommt wohl auch bald, wie es aussieht. Der Angesagte, der kommt früher als angesagt. Mal gut, dass wir früher angefangen haben. Ja. So denn. Wollt ihr einmal zugucken? Ja, ne? Wollen sie bestimmt, oder? Hier zum Beispiel. Ich habe hier einen Gimbal. Kann ja auch mal dreckig werden. Immer nur zu gucken und nicht die Hände schmutzig machen. Thank you.
sehr steinreich. So, haben wir geschafft. Da kannst du aber Reifen zu sagen. Reinigungsprogramm. Fährt er jetzt auch alleine nach Hause? Nee, ne? So, und jetzt nochmal für alle, die immer sagen, das kannst du auch so nicht machen und meinen, sie würden unseren Boden besser kennen als wir ihn kennen. Vorgestern hatten wir 40 Liter Regen. Ja, richtig. Und heute können wir hier roden. Ja. Und hier ist nichts mit große Spuren fahren oder festfahren oder so. Also kein Matsch, kein Modder. Nee, das dazu, ne? So, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich in Kürze. Ist schon ein schönes Ding, so ist das ja nicht, ne? Macht einen Schlankenschub. Vor allem diese Achsen einfahren, da hätten wir mal eben noch filmen sollen. Scheiße. Nächstes Mal. Ja, nächstes Mal. Also der hat jetzt eine Transportbreite von 3 Meter, völlig stressfrei, kein Begleitfahrzeug mehr nötig. Muss er nicht mal, sagt er ja eben gerade, muss er ja nicht mal eine Panikleuchte haben, ne? Nee, ne? Ja. Was alles gibt. So, Affen am Hus hin. Ach,
als Lumpi. Mittwoch, 24. Juli. Betonpumpe stellt sich gerade auf. Gegen das Licht natürlich nicht so geil zu sehen. Da. Gleich wird betoniert. Ich habe, weiß nicht so genau, ich habe jetzt nicht gefragt, aber das müssten theoretisch irgendwas zwischen, ich weiß es nicht, 9 bis 12, 10 bis 12 Autos sein, Betonautos, die heute kommen müssen, um diese Fläche zu betonieren. Jo, jetzt darf sich das Wetter auch halten. Wie man sieht hier, wir haben noch wieder Regen gekriegt. Ich habe aber noch nicht in den Regenmesser reingeguckt, da wollen wir gleich auch nochmal hinlaufen. Da hinten, da sieht das noch so ein bisschen. Ah, wird schon schief gehen. Betonieren und dann halt auch glätten. Und da ist es natürlich auch so ein bisschen wetterabhängig, ne? Wie schnell das denn anzieht und wie gut das glätten geht. So, gestern gar nicht mehr gezeigt. Also die Kartoffeln sind hier logischerweise unter das Dach gekommen in der Halle. Wir haben die Lüfter angebaut. Über die Trocknungsböden wird hier gelüftet. Gucken, läuft der auch noch? Ja. Das erste Betonauto kommt auch. Da gehen wir gleich mal eben gucken. So, jetzt boah, lass das Ganze nochmal eben angucken. Jetzt aussieht noch die Sonne so rum. Also, das sind wirklich sehr schöne Kartoffeln. Das gefällt mir sehr gut. Sind schon, man muss schon sagen, schon sehr groß geworden, aber uns gefällt das Sushi tatsächlich sogar besser. Ich hoffe euch auch, weil die haben auch so im Hofladen. Ich habe ja noch gestern ein paar in eine Kiste gelassen, auch für den Hofladenverkauf. Die stehen vorne noch, trocknen noch ein bisschen in der Luft ab. Aber die sind hier auch alle gut durchgetrocknet. Jetzt fällt auch der letzte Boden, denn beim Kippen fällt das meiste runter, wenn die über den Enterder gehen. Und dann sind das wirklich schöne Kartoffeln. Und wir haben vereinzelt natürlich hier und da mal ein Wurmloch gefunden. Aber das Gros sieht richtig, richtig gut aus. Das haben wir schon ganz anders erlebt. Und ich glaube auch, dass das hier ohne das Granulat, da könnt ihr in den alten Videos gucken, was wir gemacht haben, ohne das Granulat nicht funktioniert hätte. Scheint den gewünschten Effekt gebracht zu haben. Sehr schön. So, ich krack's aber wieder runter und dann gucken wir uns gleich mal eben die Betonpumpe an. So, und dann darf ich sagen, Chef war gestern hier, wir hatten noch Baubesprechung. Wenn jemand von euch Bock hat, Betonpumpe zu fahren, schreibt's in die Kommentare, beziehungsweise schreibt mir gerne eine Mail. Ich stelle den Kontakt auch gerne her oder ihr wendet euch direkt an Wümmebeton. Die suchen Fahrer.
Jo, ich habe ihn nochmal eben gefragt, also die kriegen 8 Meter mit im Auto. Also wenn das irgendwie 9 bis 10 LKW sein, 10 wahrscheinlich, und dann bleibt ein bisschen Rest oder so. Irgendwie so plus minus. Jo, müssen wir mal gucken, dass wir die Drohne gleich nochmal aktiviert kriegen. Ne? Ich habe den Akku noch angeklemmt, es auflädt. Können wir da eigentlich gleich irgendwie nochmal einmal rüberfliegen. Da Geld für. Ein bisschen Spaß haben. Ja, los. Propeller fahren. Ah, geil. Das fährt sich wie ein Luftkissenboot, oder? Ganz wohlig. Herrlich. Silikon macht das schon. Ja. Welche sitzen gern? Ja. Gute Frage. Kackweiß, ja. Weiß. Bianco. Blank. Dusche. Profifuge. Porzellan. Das sieht gut aus. Schimmelresistent, ja. Das ist fast doppelt so viel. Kann man nicht nur das Billige nehmen? Okay. Das soll ja auch halten. Ja gut, das ist nicht sanitär. Sanitär-Silikon. Ja, okay. Sanitäter Silikon. Jawohl. Weiß nicht. Ja, Tascho.
Reicht, ja. Ja. Reicht das? Reicht, einer reicht. Reicht, ja. Reicht. Silikonspritze haben wir, ne? Notfalls habe ich noch. Ja, Hammer. Jens hat Moin. Schön, schön. Jo. Ich bin ja immer noch wieder bei der Hütte bei, immer zwischendurch hier. Das muss ja noch fertig werden, dann zur Erntezeit. Mittlerweile habe ich ja die ganzen Schlitze zugemacht. Steckdosen sind da, der Elektriker war da. Und die ganzen Fliesen weggemacht. Der kann jetzt Tapete ran, noch zugeputzt. Hier auch die Ecke war ein bisschen durch Feuchtigkeit abgebröselt, noch ein bisschen ablüften und dann kann das auch wieder übertapeziert werden und dann kann hier die Küche rein. Hier oben habe ich Dachboden, da hatten wir noch Wolle liegen, 240er. Da wird den ganzen Dachboden mit ausgestattet. Mal gucken, ob ich das so wegkriege hier. Komm. Na komm hoch. So. Also, das ist der Ball. 42er Glasfolie drauf, komplett übers ganze, über die ganze Fläche hier, dass das Ganze mal ein bisschen ja, Wärmedämmung bringt und auch im Sommer dann etwas mehr Kühle. Das passt nicht ganz, das muss man zuschrauben, da muss auch keiner mehr hoch auf den Dachboden und dann wird das übergestrichen und dann ist das gut. Jetzt muss ich mal eben kurz hier den Problem ausmachen. So. Ja, dann unten den Tritt nochmal neu gemacht. Hier die Zeige habe ich eingebaut gestern. Und die Tür. Unten habe ich schon gefliest. Hier kommt noch eine Kante unten vor. Eine Aluschiene, die steht da auch schon. Muss ich noch zurechtschneiden. Da gefliest. Mehr schlecht als recht. Dann noch sauber machen und dann verfugen das ganze Fenster eingebaut. Funktioniert sogar auch, komischerweise. Das ist auch drin endlich. So. Ja, da muss ich jetzt noch Fliesen rankleben und dann ist dieser Raum auch so weit durch. Da kommt ja noch die Duschtrennwand hin und die Duschstange ran. Das macht der Klempner dann. Ja. Und dann soll das eigentlich soweit fast durch sein und dann noch Möbel besorgen. Küche bauen wir ja auch selber. Herd rein. Der soll dann da in die Ecke. Dahin der Herd. Arbeitsplatte, Spüle. Und dann kommt da der Kühlschrank hin. Und dann wollen wir die Arbeitsplatte einmal so rumziehen, da das Stück. Ne? Dass hier genug Fläche ist, noch ein Schrank da oben ran. Vielleicht ein paar Regale hier und da. Mal gucken. Ja, und dann soll ja hier dann am besten Tisch, zwei Stühle. Und dann eben Bett hier. Und da oben soll dann der Fernseher in die Ecke. Sollen ja auch Fernsehen gucken können. Ja. Und dann geht es hier draußen auch noch weiter. Ein bisschen aufräumen. Klar Schiff machen. Fegen. Aber ich denke mal, das kann man sich hier schon gut gehen lassen dann. Wenn die Leute, wenn die dann da sind, dann können die auch mal ein bisschen entspannen hier. Rasenmähen zum Beispiel. Nein, Quatsch. Ja. Ja, ist so. Ich war gerade auf Druck. Und nein, wir müssen nicht beregnen. Aber wir, die bringen wir aus. Sie sind noch 30 Meter und oder 35 oder 40, irgendwas so dazwischen. Ich habe die jetzt auf Vollgas gestellt. Ich warte jetzt auf Druck, dass sie in Gang kommt, dass ich den Antrieb anmachen kann, dass sie fertig aufwickelt. Und dann holen wir die morgen früh hier eben weg, weil die Krautfäulebehandlung dran ist. Muss mit der Spritze hier lang. Jo, sollte gleich soweit sein. Mal eben, dass bis der richtig in Gang ist, bis hier richtig Druck ist, über 10. Dann stelle ich das um, warte, dass die Turbine Wasser hat, stelle das um, dass der Einzug losgeht und dann ist das eine halbe Stunde oder so, ist das fertig. Aber dann ist auch Feierabend. Wir haben jetzt 7:30 oder so, 6:20. Jo, dann wie gesagt, morgen früh einmal eben hier weggeholt, das Ding. Und dann ist erstmal Pause mit Beregnen. Wir haben noch wieder Regen gehabt, ich habe aber nicht in den Regenmesser reingeguckt. Bis heute Morgen 6 ungefähr hat es geregnet. Und Wochenende ist auch noch Regen angesagt. Also ich denke, die kann dann erstmal eben im Moment zu Hause stehen bleiben. So, was ist los hier? Wir warten noch mal kurz.
Läuft. Ja, muss ich noch schneller stellen. Oder der Druck reicht nicht. Doch, der Druck reicht. Donnerstag, 25. Juli. 8 Uhr, glaube ich. 7.57 Uhr. Gestern gar nicht mehr das finale Ergebnis gezeigt. Da zeige ich euch heute nochmal irgendwie zwischendurch die Sohle. Das hat richtig gut funktioniert mit dem Glätten. Die waren ziemlich schnell auch durch damit. Die haben ganz normal Feierabend machen können. Das ist ja auch nicht immer so, dass das mit dem Glätten so gut funktioniert. Der hat in der Zeit richtig gut angezogen und das ist also piekfein geworden, wirklich. Hat nicht reingeregnet da und so. Also sehr schön. Wir fahren jetzt eben los, holen die. Warum ist da eine Baustelle? Ach so. Wir holen jetzt eben die Beregnung nach Hause. Boah, Scheibe zu. Und dann kann da die Krautfäulebehandlung drauf. Ach Gott, was ist denn hier schon wieder los? Haben die in Hamburg eine Dose aufgemacht? Jetzt. So, ich fahre jetzt zum Aggregat, Strom wegnehmen. Und Sven fährt schon mal zur Beregnung hin. Schon rausziehen. So, hier. Zur Beregnung hin. Die wollen wir nach Hause holen jetzt. Hat erstmal geregnet. Da können wir erstmal die Regnung sparen, mehr oder weniger. Mal gucken. Ah, scheiße. Das ist nicht von der Beregnung. Das ist alles noch von Riesen. Junge, Junge, Junge. Oh, Telefon. Das findet man wenigstens mal kurz. So, eingepackt haben wir alles. Der Gelumpe hat Jens auf dem Bulli. Schläuche sind weg. Dann wollen wir mal die Beregnung hier raus operieren. Und mit nach Hause.
seid ihr da? Jetzt seid ihr da. So, zwei Sachen wollte ich euch hier nochmal eben zeigen. Eben war nämlich Monteur von Grimme da. Wir hatten ja immer noch das bisschen das Problem, dass wir hier eine zu hohe Fallstufe hatten auf dieses Produktband. Und da hat er jetzt die Bremse angebaut. Soweit, feine Sache. Aber wir müssen gucken, wie weit die jetzt hierher rollen. Ne? Notfalls schneiden wir das nochmal ein. Oder letzte Alternative, das hier tauschen und ein Fingerband hin. Bauen, die sind dann noch ein bisschen kürzer, dann würden die irgendwo hier weiterfallen. Ne? Das probieren wir, aber das muss man mit Kartoffeln sehen. Da kann man so noch nicht wirklich beurteilen. Das ist das eine, was wir dann testen. Und hier hat wir dann das gebrauchte kleine Band angebaut. Das hatte ich euch mal gezeigt in einem der Vlogs, da lag es auch auf dem Autowagen. Das soll uns die aussortierten, die wir vom Band runtergrabbeln, hier in Abfall transportieren. Das sieht so ganz gut aus. Ne? Halt, hier kannst du reinschmeißen. Andere Seite. Boah, hier. Ja, doch. Sollte funktionieren. Sieht auf jeden Fall ja nicht so schlecht aus. Also wahrscheinlich die Kanten noch ein bisschen entschärfen von den Platten, aber sonst tipptopp. So, für mich geht's jetzt weiter im Büro. Ja, schafft sein. Jo. Ja. Ist ja, aua. Freitag, 26. ist, glaube ich, Juli. Es ist nicht morgens. Es ist noch nicht ganz hell, sondern es ist schon wieder fast dunkel. Ich glaube, ich habe heute die Kamera gar nicht angehabt. Ne? Kann das sein? Aber es war auch viel los. Und wir sind heute Mittag mit den Kids losgefahren nach Bad Segeberg. Karl-May-Festspiele. Gucken wir uns ja gerne an, waren wir letztes Jahr und vorletztes Jahr auch und dieses Jahr wieder. Hat auch wieder richtig Spaß gemacht. An dieser Stelle Grüße an die Kollegen aus Langenhagen. Hat mich gefreut, euch getroffen zu haben. Und haben jetzt eben mit Freunden Burger gegrillt. Und dann ist auch jetzt irgendwann Feierabend. Ich suche mir gleich nochmal den Jens, der tobt da auch noch rum, dass wir nochmal eben Tschüss sagen können gleich, weil das Video gleich zu Ende ist. Aber ich wollte euch das nochmal eben zeigen hier. Betonkante, ist alles ausgeschaltet. Ich weiß nicht, ob Jens da heute Nachmittag noch gefilmt hat oder nicht, deshalb machen wir es sicherheitshalber nochmal. Ja, das hatte ich glaube ich schon gesagt, hat echt gut geklappt, wettermäßig, das war astrein. Ist richtig schön geworden, das Ganze hier. Die Schalung haben sie gestern glaube ich schon abgemacht. Ja, die ersten Hohlsteine sind gesetzt, die müssen dann noch rum. Und voll betoniert werden und dann ist Betonbau bei der Halle hier erstmal zumindest abgeschlossen. Eventuell machen wir da an der Seite noch was, aber das wissen wir noch nicht hundertprozentig. Aber dann kann die Halle aufgestellt werden. Der Plan ist eigentlich ab KW, oh, ist das 32? Keine Ahnung, 2. Augustwoche soll das theoretisch losgehen. Mal gucken, bin gespannt. Und bevor ich das vergesse, wollte ich ganz gerne noch einmal eben gesagt haben, dass ich wahrscheinlich erst bezüglich Online-Shop jetzt, wahrscheinlich erst Ende nächster Woche wieder dazu komme zum Packen. Also nicht böse sein, ihr dürft gerne bestellen, aber dauert 2 Tage länger als üblich. Jo. So, ich habe Jens jetzt gerade von seinem Platz hochgerissen. Da ja, ist er. Ja, da ist er. Burger waren geil, ne? Oh, lecker. Oh, ein Traum. Und Jens war so frei und hat das alles vorbereitet. Ja, nicht nur ich, ne? Also da war. Voll geil. Kommst nach Hause nach dem Stau auf der Autobahn. Und da ist der Burger quasi schon fast fertig gegrillt. Richtig nice. So, wir wollen noch mal kurz was gucken. Und zwar, Moment, muss er erst eben aufschließen. So, Licht haben wir auch. Da sind wir. Jetzt wollen wir. Ah, siehst du, hast die Heizung noch hergeholt. Ja. Hattest du schon angehabt? Nee. Ja, heute haben wir da angehabt. Ah ja, okay. Ja, das ist so gut. Also Jens hat jetzt hier, weiß nicht, was hattest du gezeigt? Ja, jetzt nach dem Streichen eigentlich noch nichts wieder. Nee, Tapete auch noch nicht, ne? Nee, auch noch nicht. Ja, also du hattest ja, aber da hast du, dass du die Leitung zugespachtelt hattest, hattest du gezeigt, vermutlich. Ja, ja, doch. Ja. Also es hat Jens jedenfalls so übertapeziert mit hier lustig Rauchwasser, ja. Damit man im Dunkeln auch was zu lesen hat. Ja, und dann hat er hier weiß rüber getüncht. Jetzt ist das im Grunde soweit fertig. Der Elektriker muss nochmal kommen. Also es muss nochmal gestrichen werden, ich bin noch nicht durch. Das ja, gut, ja. Weil das erst trocknen musste. Ne? Ja. Aber das ist ja noch nicht schlimm. So, und dann hier der Klemmler war da. Da haben wir jetzt noch kein elektrisches Licht, schade. Taschenlampe dabei. Ich habe eine hier. So. Ja.
Also Duschkabine hier, piekfein, alles fertig. Leitungen sind auch abgedrückt, ne? Richtig? Ja, ja, ja. Abgedrückt. Also der Klempner ist quasi komplett durch. Genau. Eine schöne Dusche drin jetzt. Das Fenster, aber das hat jetzt schon gezeigt, die Fliesen und alles fertig. Muss nur noch geputzt werden. Ja, dann muss ich noch sauber machen, dann kann ich Spiegel wieder rein. Genau, Spiegel wieder montieren. Ja, erstmal hier ein bisschen weiß an der Wand. Ja. Ne? So, und dann, wenn Jens da mit dem Streichen durch ist, da fehlt nur noch der Elektriker einmal. Und dann müssen wir noch die Küche basteln, ne? Ja, da noch Strom. Also wir haben noch einen Standherd, einen relativ guten, der soll hier rein. Und dann habe ich beim Elektriker noch eine Dunstabzugshaube, so ein Umluftding bestellt, dass sie mit rantüdeln. Kühlschrank haben wir auch noch einen guten, der hier mit her kann. Und dann sind wir hier. Ja. Ja, dann fehlen halt noch die Möbel, ne? Ist immer noch feucht, ne? Ist immer noch feucht, ja. Ich habe gehört, das wäre keine Farbe, aber ist immer noch feucht. Wir wollen noch einmal heizen, über Nacht. Nein, dann macht ihr morgen an, wenn die Sonne scheint. Ja, dann machen wir das so. Egal, aber Fenster können jetzt zu, ne? Ja, genau. Und das nochmal durch hier. Ja, sehr schön. Also ich denke, ups. So, den Nebel vergessen. Aber das ist noch eine schöne Bude. Also, gefällt mir. Das finde ich toll. Ja. Dann kaufen wir noch aus Skandinavien ein paar Möbel. Ja. Bauen hier auf. 2,90er Betten. 2x90, so zwei Stück. Tischstühle, Nachttische, ja, alles was noch so fehlt, das kommt noch. Und dann ein, zwei Bilder an der Wand und das ist gut. Ja. Sehr schön. Also ich denke, dass sie sich hier wohlfühlen. Oder? Doch. Also ja. Ich würde mich nicht beschweren. Ich finde es toll. Piekfein. Alles da. Badezimmer, Küche, Wohn- und Schlafzimmer. Ja. Fernseher kommt noch. Ja. Ja, das ist hier. So, gut. Also, da habt ihr den Stand jetzt auch gesehen und jetzt ist das Video zu Ende. Ja. Wir trinken noch eine Wasserflasche raus. Oder? Ja. Ja, genau. Wasser genau. Ist immer Wasser, ja. Ja. Weil nicht dehydrieren. Nee, nicht dehydrieren, genau. Nach dem Burger muss man ja auch Wasser haben. Ja, unheimlich. Also, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Jetzt hofft das vielleicht auch. Ja, hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht? Ja. Das weiß ich ja nicht. Doch, hat Spaß gemacht. Das müssen die ja sagen, in den Kommentaren auch Spaß gemacht. Ja, okay. Also uns hat Spaß gemacht. Ja. Mir zumindest hat sie das auch Spaß gemacht. Hat er ja ganz schön gesagt. Also, ausschalten jetzt, Schluss. Ja. Reinhauen. Wir sehen. Oh Gott. So, jetzt aber schnell hier Bude zu. Feierabend.